Hallihallo, der Spiel-Livestream startet jetzt endlich. Ich kann es kaum glauben. So viele Monate an Vorbereitung und heute geht es los. Und deshalb, damit ihr einen kleinen Plan habt, wie es die ganze Woche hier weitergeht, wir starten jetzt hier mit der Neuheitenschau. Wir haben schon die Pressekonferenz aufgenommen und die DSP, also die Deutschen Spielepreisgewinner. All das werdet ihr auch im Nachgang noch auf Abruf auf den beiden Kanälen finden, der Spielmesse oder auf meinem Kanal Bradman Brettspiele. Das heißt, ihr könnt einfach nichts verpassen. Ihr seht den Streamingplan auf unseren Kanälen. Heute haben wir den Fokus auf die Neuheitenshow, laufen auch schon mal über das Messegelände. Das heißt, ihr seht schon mal, wie es im Aufbau aussieht. Und ich rede die ganze Zeit von wir. Da sind nämlich ganz schön viele Leute dabei. Nämlich. Und der erste ist der Faulbär, den Daniel, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt, der hier richtig schön am Rumchillen ist. Hi! Geht's los oder was? Na ja. Gut, ich bin auf jeden Fall bereit. Ich habe schon in den Chat ein bisschen geschaut. Ja. Ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast, weil du sehr weit weg warst. Aber danke für die Anmoderation. Ich bin Daniel, wie das an dem Schild hier vor meinem Nippel erkennbar ist. Und alles, was ihr im Chat schreibt, vor allem im Spiel, Message-Chat, ja, auf YouTube, das sehe ich. Das sehe ich hier und ich habe meine Augen da immer drauf. Das heißt, reißt euch zusammen, aber wenn ihr Fragen habt, sagt auf jeden Fall Bescheid, dann werde ich die an Simon, an mich oder an die ganzen Verlagsmenschen und Autoren und Autorinnen hier weitergeben. Ja, also lasst eure Neugier freien Lauf. Wenn ihr wollt, dass wir mal irgendwas machen oder irgendwas nicht ausgiebig genug gezeigt haben, dann sagt uns das in den Kommentaren. Wir versuchen das alles aufzunehmen. Wir sind die ganze Zeit live, aber im Hintergrund versuchen wir das zu sammeln und das dann auch nachträglich zu machen. Wir geben unser Bestes. Wir tun alles für euch. Und um deshalb nämlich jetzt bestmöglich loszulegen, du läufst jetzt nämlich direkt schon mal in die Halle da drüben. Hier ist nämlich alles neu von den Hallen aufgebaut, weil wir sitzen hier nämlich bei Tea Time Crime, direkt eben nicht dem ersten Spiel. Und hier haben wir diesen wunderbar verkleideten Herren. Ja, deshalb, ich mache für den alten Herrn mal Platz. Daniel fliegt. Wie im Bus. So. Viel Spaß. So, das ist dein Stuhl und deshalb darfst du nämlich direkt mal erklären, weil du siehst so wunderbar schön aus, was wir hier für eine wunderbare Tea Party haben. Ja, herzlich willkommen auch. Lord Voldemort lädt zum 80. Geburtstag ein und hat in seinem Herrenhaus verschiedene Gäste, die er bewirtet. Und dann gibt es aber leider auch Diebe, die sich da in dem Haus rumtreiben. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich, man würfelt und er würfelt halt im Prinzip rein und je, wenn man jetzt zum Beispiel vier Vieren gewürfelt oder drei Vieren gewürfelt hat, kann man in der Reihe 4 das dritte Feld aktivieren. Man dreht das dann um und entweder legt man es raus oder man kann auch Diebe finden und es gibt auch Detektive. Und die müssen halt mit der Taschenlampe quasi die Diebe einfangen. Also es ist halt ein Tea-Time-Crime-Spiel für die ganze Familie, würfelbasiert, hat so ein bisschen Kniffelmechanismus mit drin. Und gibt es noch mehr Verbrechen bis auf Diebstähle? Nein. So. Also es wird nicht blutiger, ja. Es ist ein Familienspiel, es gibt noch die Meisterdiebin, die spielt auch noch mit, das ist quasi die Chefin von den Dieben, wenn man die findet, gibt es natürlich extra Punkte dafür. Muss ja auch zu der Teezeit passen, ich sehe, ja, du hast hier was richtig Leckeres drin, was ist da drin, auch mit Schuss? Ja, natürlich, nur, ja. Schuss. Das ist nur Schuss. So. Den haben wir nämlich auch intus. Ich nehme mal hier ein Schlückchen, damit ich hier bereit bin und dann fliegen wir los zum nächsten Mal. Dankeschön. Sehr gerne, viel Spaß euch, ne? Und alles Gute. Und kommt lecker vorbei auf dem. Absolut, bis später. So, wir fliegen jetzt hier in eine der drei Hallen. Wir kommen hier gleich wieder zurück in die Halle. Wir haben mehrere Slots heute. Das heißt, wir werden hier auch immer mal wieder ein bisschen Pause machen, weil ihr seht jetzt den armen Kameramann nicht, der sich hier heute totschleppen wird. Das heißt, wir haben immer mal 15 Minuten Slots, schaltet in der Zeit nicht ab. Wir bauen dann um und dann geht's weiter. Und wir starten hier vorne. Ihr seht, hier sind Neuheiten en masse. Über 1000 Neuheiten und wir versuchen euch so viele davon zu zeigen, wie nur möglich. Ja, und wie könnten wir einfach genialer starten als mit der Anarch-Erweiterung? Und die Dame ist absolut ready, um jetzt im Livestream zu sein. Kein Problem, ist alles nur live. Kannst du ein paar Sorte dazu sagen, wie die Welt von Anarch, das werden die meisten ja schon kennen, jetzt mit der Erweiterung noch geiler wird? Sorry, can you do that in English? Absolutely. The people already know the game Anarch, but now we have a new expansion. What are the USPs of this expansion and the highlights? So the highlights are, you have this new content, just like the first expansion. Two new characters, the two new boards to explore. And you can also add a lot of new cards inside. But additionally to that, you have a campaign that expands the play. It's for solo or for two players cooperatively. And you can basically beat six new challenges and progress through a story, unlock new stuff and all that kind of. I will translate. Wir haben neue Charaktere, wir haben neue Maps, wir haben neue Karten, aber das Geniale ist, wir haben eben auch eine Kampagne mit ganz vielen Special Features drin, wo ich mich extrem drauf freue, weil Anarch ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Spiel. Thank you very much. Thank you. Ihr merkt, wir fliegen hier, weil 1000 Neuheiten, die wollen wir uns auch wirklich angucken und deshalb gehen wir hier mal rüber und gucken, oh,
Das sind Zeichen, die ich nicht lesen kann. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier auf Englisch. Hi, Englisch ist fine. Hi, we are here at Magic Bean and I've seen yes and Segosa. And we saw it. What is this type of game? This type of game is to make a kind of puzzle. It's a hexagonal tile. And you can see how different colors are matched and unmatched. And you should find the light edges to make jewels. So you are basically a jeweler from most famous jeweler after 1905, which is biggest diamond founded. So yeah, you are the jeweler, and then you should make the jewels as much as you can, as valuable as you can. Okay, and is this the final retail version? Yes. Yes. Okay, ich übersetze mal wieder, I will translate. Ihr seht wieder, wir haben hier so viele internationale Spiele, also auch wirklich Spiele, die wir so in der Form nicht immer gewohnt sind. Und ihr seht hier wirklich hochwertiges Material, das wird wirklich so im Verkauf sein, wo ihr hier eben die verschiedenen Farben dann sammeln müsst und diese Dreiecke dann aneinander binden könnt. Und das soll eben auch der Spirit der Spiel jetzt werden. Es wird international und wir haben sehr, 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 sehr viele Aussteller hier. Thank you very much. Yeah. Have a great fair. Bye. So. Ihr merkt, wir werden immer mal wieder ein bisschen auf Englisch, wir werden übersetzen und. Deshalb, wir gucken jetzt mal hier rein, was wir hier bei Czech Game. Alle weichen mir aus, die brauchen mir doch gar nicht ausweichen. Möchte einer mir sagen, was wir hier haben? Ich komme zu dir rüber. Hello, wunderbar. In German oder Englisch? English, please. English, please. Okay. We are from the Spiel Livestream. And now we've seen this game. I am not introduced the name, so you can start at the beginning. Oh, perfect. What is great is that we are having here authors of the game, Peter and Ondra. They are both lovely guys. Wir haben die Autoren hier. And this game is competitive game for 2 up to 4 players. It's set in the medieval of 14th century in real Czech countries, historical aspect. And you compete each other in having a majority of the houses at the good neighborhood build it according to the historical aspects, let's say. Also, you are going to the mines and compete each other in majority of miners there. It's like this, finding the silver. And you are a representative of one of 3 guilds, and the game is played according it. So you produce some buildings with the product, and on these cardboard computers, you actually see the level of population, which is increasing each time the card says to do it. And you can say that by moving by this tile, let's say, the value of the product decrease or increase according the population and how many buildings you have already okay. On the okay. I will translate. Wir haben hier ein Spiel, was wirklich hier in Tschechien spielt, wunderbar passend, wo wir hier oben unsere Häuser errichten mit den Ressourcen, die wir haben. Unten sind die Minen. Wir haben hier verschiedene Boards, in denen wir dann eben auch unseren Fortschritt dann tracken und dann eben also verschiedenste Feature. Sieht auf dem Tisch schon mal sehr, sehr genial aus. Aber wenn schon die Autoren auch hier sind, dann will ich denen auch ein Spotlight geben. Deshalb, ich gehe mal, I'm going to the authors. Yes. And we'll come here. You are the author or both of you? Both of us. Both of us. Both of us. Yes. What are, what do you want to explain with this game? Actually, the real history of that city. Because right now, it's a kind of small city, which you can still visit, and it's beautiful. And everyone should at least once visit the city. But historically, it was one of the most important cities in Europe. So I think that's kind of story which we want to tell the players. Das Spiel versucht wirklich hier den historischen Kern dieser Stadt herauszuarbeiten und dann spielerisch uns auch noch was beizubringen. Also eigentlich immer eine sehr, sehr geniale Sache. Ja. Okay, last words from you? No, I mean you should enjoy. It's a life economy. We really try to build a history in there and we hope people will enjoy. So, ja. Ein geniales Spiel. Los geht's. Wir gehen weiter. Thank you very much. Ihr merkt, hier ist es richtig bunt. Und der Herr hier vorne, der grinst mich schon die ganze Zeit so an. Der ist bereit, dass wir miteinander reden. Und wenn ich richtig bin, wird es auch hier in Englisch. Yes, yeah. We start in English. Yeah. My name is Isaac Nevo. I'm the creator and the publisher of Unique Games. This is our latest game, Agent 2.
We have over there a booth, if you want to see the biggest booth over there. This game is a new game, a new quick face game that is in English, also published in German rules. This game is involved about, based about deduction and of card games, and everybody try to make believe and to they have a secret identity. They try to guess the other guys that play with them, and this really a good, solid, strategic short game. Wir haben hier ein kurzes, deduktives Spiel, wo Karten eben eingesetzt werden. Wir kommen auch später nochmal zu dem Stand. Die haben ja wirklich einen ziemlich, ziemlich schönen Stand. Der ist in der Mittelhalle. Weil ihr müsst wissen, die Neuheiten schon war früher in einer anderen Halle. Jetzt ist das hier in drei aufgeteilt. Wir bleiben jetzt hier erstmal in der größten. Dann gehen wir später in der Zwischenhalle und dann kommen wir wieder zurück. Thank you very much. Thank you very much. Have a great day. So. Was ich euch auch mal ermöglichen möchte, hier ist ja wirklich eine Reizüberflutung. Und wenn wir hier einfach mal über die Tische gucken, dann seht ihr hier unfassbar viele Spiele aufgebaut. Und ganz ehrlich, wer die alle schon kennt, ja, der hat den Doktortitel in den neuesten Brettspielen gemacht. Hier vorne haben wir zum Beispiel The Ghost of Kiev. Noch nie gehört. Ja. Sind aber alle Spiele, die könnt ihr euch hier angucken in der Neuheitenschau, könnt ihr euch auf der Messe angucken. So könnt ihr das Video auch gut benutzen. Guckt in der Neuheitenschau mal, welche Spiele euch interessieren. Schreibt uns das auch eben in den Chat rein, damit wir wissen, wo wir in der Hallenbegehung drauf zugehen können. Denn morgen starten wir eben mit den Hallen 6, 3 und 1, glaube ich. Und da werden wir euch dann eben auch hoffentlich genau die Spiele zeigen können, die ihr sehen wollt. Wir versuchen alles mitzunehmen. Und das machen wir jetzt hier auch mal wieder weiter. Hier nochmal einen großen Blick, wenn ihr hier einfach da drauf guckt. Ihr seht sehr, sehr viel Spielmaterial. Manchmal sind da auch eben auch noch Prototypen dabei, Material, was nicht ganz fertig ist. Aber ihr könnt euch schon mal Dinge angucken, Spiele auch, die vielleicht erst in ein paar Jahren auf dem deutschen Markt dann eben rauskommen. Ja? Ich werde nicht jeden Namen davon vorlesen, die Bilder sprechen da manchmal für sich. Was ich aber definitiv vorlesen möchte, und das ist der Schritt, den wir nach links machen, wenn wir hier nach Heidelberg kommen. Der Mann sieht so wunderbar aus und ich glaube, ich kann auch jetzt endlich mal auf Deutsch reden. Ja, ne? Is, it's possible, we yeah. can speak in German yeah. and I'm very happy, Simon, that you are here. Und auf Deutsch nochmal, also mir von Heidelberg, also nein, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Und, das hoffen ja, wir auch. Ja, und dass du da bist. Und du willst bestimmt was wissen. Richtig, was habt ihr da jetzt Schönes? Also optisch sieht das schon mal nach einem Knaller aus. Ja, wir haben da schon mal Time Division. Ja. Das ist unser Highlight dieses Jahr von Heidelberg Game selbst. Das ist ein Zweierspiel. Das ist ein richtig konfrontatives Spiel gegeneinander mit einem kleinen Kartenkraftmechanismus, wo man gegeneinander antritt. Aber wenn ich es vorschlagen darf, wollen wir mal mit dem Autor sprechen. Ist der hier direkt um die Ecke? Der Autor ist nämlich genau hier. Schaut mal, den haben wir vor euch auch. Ja, dann machen wir das doch auf jeden Fall. Dann kommen wir hier mal rüber. Ja, in welcher Sprache? Das ist Deutsch, das ist der Alexander Schreiber. Ja, Alexander Schreiber, da sind wir doch. Sowas in Deutschland unterwegs. Grüß dich. Ja, wer könnte es besser erklären als der Autor? Ja, ich hoffe es. Also, Time Division ist ein Kartenspiel für zwei Spieler. Es gibt zwei Phasen. Die erste Phase ist eine Draft-Phase. Die 18 Karten werden quasi aufgeteilt. Und zwar immer so, dass ich drei Karten ziehe. Eine behalte ich selbst, eine gebe ich dem Gegner und eine kommt hier auf den unabhängigen Stapel, also so eine Art Zugstapel, Nachziehstapel. Und dann beginnt das eigentliche Spiel und es ist immer so, der die Münze hat, der legt zuerst eine Karte aus seiner Hand hier hin und dann legt der andere eine Karte hier hin. Ja, und dann wird verglichen, wer den höheren Wert hat. Der den höheren Wert hat, kriegt dann die Münze und der darf entscheiden. Nämlich ein Spieler darf hier diesen Effekt machen, der da unten steht. Und der andere Spieler kriegt hier diese Punkte, die hier stehen. Das heißt, man legt die Karte dann zu sich hier, zu diesem Punktebereich und hat dann diese Punkte. Ja, und das heißt, da muss man immer überlegen, was macht für mich mehr Sinn, den Effekt zu nehmen jetzt in der Situation oder die Punkte zu nehmen. Und der andere kriegt halt die andere Sache, also die Punkte oder den Effekt. Gerade Zweispielerspiele finde ich mega interessant, weil es davon ja wenig richtig, richtig gute gibt. Und wenn man da mal so eine Perle hat, und ich muss da jetzt schon sagen, optisch bin ich voll abgeholt. Ich gehe davon aus, dass das so genau dann auch im Retail dann aussieht. Ja, das wird so aussehen. Ich war auch total begeistert von der Optik. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun, zum Glück. Die Credits hättest du ja nehmen können. Nein, nein, alles gut. Nee. Ja, aber das Gameplay ist halt auch sehr, es ist eigentlich ein sehr simples Spiel. Ich würde es trotzdem als Kennerspiel bezeichnen, weil man muss es halt schon, von den Regeln ist es simpel, aber es hat schon eine gewisse taktische Tiefe, muss das Spiel vielleicht zwei, dreimal spielen, um es gut spielen zu können. Ja? Und es ist auch ein bisschen
ein kleines bisschen fies, aber das Schöne, fies ist immer gut. Fies ist immer gut. Ja, das Schöne ist halt, es ist abwechselnd fies. Also ich pinkel dir gegen das Bein, du spuckst mir in die Suppe. Und ja, das ist lecker. Wir waren bei Tea Time Crime und so hat der Tee auch geschmeckt. Okay. Ja. Das klingt gut. Ich freue mich darauf, es zu spielen. Vielen lieben Dank. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Ciao. So. Hier, wir gehen wirklich von einer Neuheit. Habe ich noch nie was von gehört. Jetzt aber zu einem Spiel, wo ich auch schon ein bisschen was von gehört habe. Hier auch The Great Split ist ein Spiel, was, glaube ich, im Englischen schon mal erwähnt wurde. Ich hätte es fast zu Hause antesten können. Leider hatte ich es noch zu und du kommst direkt dabei und kannst mir direkt auch erklären, was machen wir da? Bei The Great Split, da teilen wir. Aber eigentlich wollen wir doch das meiste für uns haben. Ich wollte gerade sagen. Wir sammeln nämlich die größten Schätze zusammen an Edelstein, an Wertsachen, an Kunstgegenstände und neudeutsch heißt es ja I split you choose Mechanismus, habe ich gelernt, habe ich von euch gelernt. Content Creator Bereich. Das heißt einfach, wir bieten unseren Mitspielern immer die Spielkarten an, die wir nicht haben wollen, aber die müssen so toll sein, die müssen so tolle Sachen dem geben, dass er die auch wählt. Und ich hoffe natürlich, dass ich für einen weiteren Mitspieler wiederum Karten bekomme, für die ich nachher Werte eintauschen kann, damit ich mir die nehmen kann. Ne? Und dieser Mechanismus, der spielt man immer mit seinen Nebenspielern. Das ist ganz schön. Man kann sich auch bis zu 7 Leuten spielen, The Great Split. Und was wir hier machen, wir haben es leider nicht ausgepackt, weil uns ist der Platz ein bisschen aufgegangen hier auf dem Tisch. Aber es ist auch mega voll hier. Es ist mega voll und das ist eine gute Sache, das ist mega voll. Es freut uns wirklich sehr. Ja. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt die deutsche Version. Letztes Jahr ist die internationale englische Version gekommen, ist ja von unserem Partner Horrible Guild. Und deswegen haben wir es jetzt hier mal nicht aufgepackt. Aber man kann es natürlich anspielen auf den jeweiligen Ständen von Heidelberg Games und von Horrible Guild hier auf der Messe. Ich freue mich drauf, es zu testen. Es wartet. Es wartet. Ganz, ganz lieben Dank. Eins noch? Und vielleicht so als Tipp für dein nächstes Jahr, weil das ist leider nicht gekommen, ist die Klapperschlange. Oh, Snake Plissken. Snake Plissken, er kommt, aber er lässt sich Zeit. Er ist noch am Fliehen tatsächlich. Und wir haben dann diesen wunderbaren Roll-Up da und natürlich diesen Aufsteller. Aber das Spiel ist leider nicht da. Kleines Problem. Und den tollen Vorproduktionsspiel haben die Italiener gesagt, so, das ist auch eine italienische Firma, die dahinter steckt, gesagt, ja, wir fliegen am Mittwoch mal her. Wir müssen also noch daran arbeiten, Italienern zu erzählen, dass der Pressetag einen Tag früher ist. Es nutzt nichts, heute Mittag um 16 Uhr zu kommen. Aber also könnt ihr euch darauf freuen, wird ein kooperatives Spiel sein, auch mit einer kleinen, also kooperatives Spiel, Vielspielerspiel, Kevin Wilson, der Autor, kennt man von FFG von früher, wer sich für solche Spiele interessiert und wird eine Verräterkomponente. Da können wir auch bald ein schönes Foto machen, weil ich hatte letztens auch mal so eine Bindehautentzündung und da sah ich, also ich sah genauso aus. Dann also, machen wir das, wenn das rauskommt mit dir, als Testimonial. Ja, okay? Freut euch drauf, das wird wunderschön. Das wird super. Also, viel Erfolg, wir sehen uns. Ciao. So. Wir gehen weiter. Die Leute hier, die sind alle so wunderbar. Guck mal, und sogar auch hier die Leute hinter der Kamera werden kostümiert. Und deshalb kommen wir hier mal rein. Wir sind jetzt hier bei Krimi Total und das sogar mit Show-Einlagen überragend. Was haben wir hier? Ja, wir nehmen euch mit bei Krimi Total mit unserem 23. Fall 2000 Jahre in die Vergangenheit, nämlich ins alte Ägypten. Und wir haben hier mit unserem Spiel ein Spiel, was auf historischen Ereignissen und historischen Personen beruht. Das heißt, man kann auch noch was lernen. Und natürlich rätseln, wer war der Mörder. Der Pharao ist umgebracht worden. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Nein, nicht spoilern. Der Pharao ist umgebracht worden und du lädst Freunde ein und ihr macht zu Hause eine schöne Party mit einem leckeren Essen. Verkleidet euch auch entsprechend. Ne? Also wir haben unsere Pharaonin mitgebracht. 2000 Jahre alt, hat sich gut gehalten, oder? Also das ist absolut. 114 Jahre alt. Die sieht man dir gar nicht an. Nein. Auch gut balsamiert. Ja, hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich wusste nicht, ob das ein Kompliment heutzutage ist oder nicht. Hervorragend. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Riesenfan von diesen Krimi-Abenden. Ja, wenn ihr da wirklich die richtige Gruppe von Leuten dafür habt, die richtig Bock haben, sich da einfach da mal kostümiert mit euch an den Tisch zu setzen, sich nur so ein bisschen auf so eine Rolle vorzubereiten, finde ich, ist das immer so was Schönes, wenn Leute Pen and Paper zu viel ist, die einfach mal mitzunehmen, so einen immersiven Abend auszurichten. Ich stehe da total drauf. Also von daher, das werde ich auch machen, aber so schön werde ich nicht aussehen. Ja. Aber es gibt auch eine römische Delegation, vielleicht wäre das dann was für dich. Ja, von der Kostümierung her. Ja, meinst du, da passe ich besser rein, ja? Wenn du das möchtest, ja. Ja, so eine schöne Tunika oder sowas. Ich habe gerade schon gesagt, mit Augenklappe. Also vielleicht bin ich am Ende des Streams auch einfach voll kostümiert und alle freuen sich. Ja. Ganz lieben Dank. Dann verhaften wir dich jetzt offiziell. Oh nee, bitte nicht, du. Ich muss weitermachen. Also dann. Danke. Es ist nicht zu Ende, es geht weiter. Vielen Dank, viel Spaß. Euch auch, danke. Weiter, schnell. Ich wollte mich ja noch festnehmen. Hi ho. So. Hello. In English?
In English, please. Yeah, okay. My German is unfortunately not that good. Yeah. So, no problem. So we start. I see. The game Delta. Yep. Tell me something about it. Delta is a game set in a in the Camargo region, which is kind of a steampunk version of the Camargue. There's this perpetual engine that is fueled with crystals, but the crystals are waning. They are losing their power. And the strange thing is that the fauna, the animals, are not affected. So we are now organizing a big expedition to find out why the animals are not affected. That translates into a game where you have three main areas of play. A central area where you have the map of the Camargo, where you will venture into different areas to find out more more clues and more more animals. The left-hand side, which is the workshop where you will be building stuff that will help you during your ventures. And the left-hand side where you will gather all the information that you have obtained on the different animals, depicted here as turtles, flamingos, horses and bulls. During the game, you will be playing cards to the different regions, trying to get as many and the necessary resources. Yeah. Also, trying to get as many initiative so that you have the best position to get new cards, which are on top of the different areas. Okay. I will make a quick translation. Yep. Wir haben hier ein Expeditionsspiel, wo wir eben genau, wie wir das auch von Anna kennen, in der Mitte ein Board haben, wo wir diese Expedition eben erkunden. Das ist hier dieses mittlere Board, dann ein Seitentrack, wo dann eben dann all die Dinge dann passieren und wir dann dadurch Punkte sammeln, unsere Engine verstärken und dann hier eben noch rechts, wo wir dann eben unsere Erkenntnisse sammeln. Und das nimmt alles dann in Bezug, da eben noch, ich kann alles in einer Steampunk-Welt gehalten, was einfach schon genial aussieht und ich bin mal gespannt, ob das da eben auch ja, in so diese Anak-Richtung geht, ist zumindest für mich jetzt gerade so eben so der Vergleich. I'm saying the expedition type of game or something. Yeah. It seems for me like a Anak in steampunk. Is it similar? As what? Anak. The Great Expedition of Anak. No, I think Arnak revolves more around the deck building. Yeah. So I think the expedition, the idea is more or less the same. Yeah. But I think that's more of deck builder, whereas this is more of an action selection. Trying to gather the correct resources as well, which is in Arnak as well. Yeah. Actually, I have never thought of it, but it might be actually quite similar. Okay, also. Yet very different. Ja. Es ist, und das ist völlig klar, es ist unterschiedlich, das Spiel, weil Anak ist natürlich da ein Deckbilder, aber so von dem Grundgefühl wird das mit Sicherheit auch ein Spiel sein, wenn er sagt, das sind Themen, die er da mögt, das wird eben gefallen. Next games. Okay, so we go on to Amygdala, which is our next release. Amygdala is a Kramer and Kiesling game, of course. When Wolfgang and Michael first came to us, it was in the So Many game in the Industrial Revolution. Mm-hmm. But because of the nature of the game, we changed it to the amygdala, which is the center of the brain that controls all the emotions. So all the circles on the central board are emotions. And every player has a player board which has different tokens on it. And you will be trying to put those tokens to the central board and trying to connect all of them together. Okay. Yeah. So sometimes it's very difficult to get emotions on, to get tokens in certain spots, but sometimes when you go through another emotion, through different routes, you can get them there. In the end, you want to score majorities in those different areas. Okay. Hier haben wir also ein Spiel, was wirklich ganz tief geht, nämlich die Amygdala, eben das Zentrum eures Gehirns, wo ihr eben versucht, dann diese verschiedenen Emotionsteile dann da zu triggern. Also ein Thema, wo ich sagen muss, das klingt richtig, richtig interessant. Daniel steht hier auch neben mir und hat, glaube ich, ein, zwei Sachen dazu sagen. One second. Hallo. Es wird im Chat gefragt. Ja. Gibt es eine deutsche Version von Delta? Deutsche Version von Delta. Will there be a German version of Delta? Yeah, yeah. As far as I know, it's already on sale. We have an international edition. Okay. So, Die Version ist international und wenn die Infos richtig sind, dann ist das schon zu kaufen und demnach dann eben auch auf Deutsch, weil es eine internationale Variante ist. Okay. And you have a third game. The third game is Trolls and Princesses, yeah. Which revolves around a Swedish folklore regarding trolls.
They like princesses. They're always in love with them. So they wanna try and convince the king that he gives his daughter to them. So they bring presents to him, and they also disguise themselves using trolls are good husbands, right? Yeah. They also disguise themselves using troll magic. So in the folklore, the trolls try to kind of abduct the princesses more or less. They also steal the church bells because they're very prone to the sounds. They don't like the sounds. They get chased away. They're going to get humans from the village to work for them, and they're also going to swap some babies with troll babies. So it sounds horrible all, but it's really into the folklore of the Swedish trolls, and we really want to have that in the game as well. Okay, wir sind hier in der Folklore von Schweden, und da geht es eben darum, dass Trolle den König überzeugen wollen, die Prinzessin zu heiraten. Und Trolle sind halt eben ein sehr trolliges Volk, was Glocken nicht mag, weshalb die Glocken dann auch versuchen, aus diesen Dörfern da rauszuholen, allen möglichen Unfug dann da mit den Kindern zu machen. Also ein unfassbar lustiges Thema, was aber ganz nah an der schwedischen Folklore dran ist. Ja, It looks a bit I'm not going to say childish, but because I love the artwork that Edu Valls did on it. Yeah. He's the same illustrator as Bitoku a couple of years ago, which had a lot of response for the illustrations. So we were very pleased to work with him. It's a game. You have the central board where you will have working together, it's not cooperative, but interaction with the other players, because the thing with the game is it's an action selection, worker placement, so you put your workers in certain spots, and you count the number of workers that are already there, and that will be the amount of action points that you get to spend in that specific location. Wir haben hier also einen Worker-Placer, in dem wir eben an die Anzahl der Worker, die wir setzen, eben als eigentliche Aktionen haben. Und das sieht zwar alles im ersten Moment ein bisschen wild aus, aber das soll es eben auch sein. Diese Illustrationen bringen das da eben dann dafür auch mit und sind ein sehr interaktives Spiel, wo ihr viel mit den Leuten zu tun habt. Es ist nicht kooperativ, aber ihr habt irgendwie viel Spieleraustausch, was immer gut ist, um die Downtime auch gering zu halten. So the cool thing is that in your own cave system you want to expand, you want to have more place to put cows in, stuff like that. But you will be only working with your own trolls in your cave system. But in the central board, the trolls are put on the locations in the villages, and multiple players can go to the same village, and that's where that very cool interaction takes place, where you get also action points from other people's trolls, and you can put that to your benefit. Wir können also auch die Aktionspunkte eben von anderen Trollen eben übernehmen, und das macht eben die Interaktivität in dem Spiel ganz, ganz groß, dass wir versuchen, uns gegenseitig ja bestmöglich ans Bein zu pinkeln. And the question, all three of these games, will it be in German too? Again, Delta and Amygdala are already in German available. Trolls and Princesses is not available yet in German, but it will be very shortly. So, okay. Also. Amygdala und Delta sind bereits auf Deutsch zu erhalten. Trolls und Princesses nicht, soll aber noch kommen. Thank you very much. You're welcome and have a nice spiel. Yeah, you too. Cheers. Thanks. Wir fliegen weiter. Oh, da wartet euch schon. Hallo. So, hier haben wir jetzt bestimmt einige Neuheiten. Genau. Ja. Gehe einfach mal schnell durch. Wir fangen mal an mit Kinderspiel, Zauberzwerg. Das ist quasi so ein bisschen die Weiterführung vom Zauberberg, das jetzt letztes Jahr auch Kinderspiel des Jahres geworden ist. Es geht immer noch darum, dass die Zauberlehrlinge quasi gegen die Hexen möglichst schnell am Ende bei dem Zauberzwerg Kuppert ankommen wollen, um da Kristalle für ihre Zauberstäbe zu bekommen. Es ist jetzt kein 3D-Aufbau, wie das bei Zauberberg der Fall war, aber es hat trotzdem ein ähnliches Spielgefühl, weil man eben auch kooperativ mit den anderen überlegen muss, welche Figur setzt man jetzt wohin, wo springt man hin, welche Farben nimmt man, um am Ziel anzukommen. Genau, das wäre jetzt unser Kinderspiel. Zauberberg, ein Kinderspiel, und daneben Zebra, auch ein Kinderspiel? Bestimmt nicht. Nee, das ist also ab 8, also wir sagen ja, letztendlich kann das auch jemand mit 99 noch spielen, wenn er möchte, aber so ab 8 kann man das machen. Zebra ist nach dem Golfprinzip, also kennt man jetzt mittlerweile durch Biberbande, durch Skyjo und so weiter das Prinzip schon. Man hat eine Auslage vor sich, also jeder spielt mit seiner eigenen Auslage, versucht Trios zu bilden mit entweder Karten mit gleicher Zahl oder gleicher Farbe, die kann man dann komplett rausnehmen.
und versucht eben seine Auslage so zu optimieren, dass man am Ende möglichst keine oder wenige Minuspunkte hat. Das Schöne jetzt hier ist, dass man auch mit den anderen Mitspielern interagieren kann. Also man kann auch aus den Auslagen der Mitspieler zum Beispiel was rausmopsen und ist eben nicht nur so auf sein eigenes Feld fixiert, sondern kann auch mit den anderen ein bisschen interagieren. Genau. Spielzeit 20 Minuten, sehe ich schon, sind immer Spiele, die ich ganz gerne mal benutze, um so einen Abend zu beginnen oder wenn man nicht viel Zeit hat, dass man da dann noch sagt, komm, wir starten eine Partie und dann werden daraus halt mal drei, dann hat man auch da die 60 Minuten. Dann haben wir noch, oh Gott, spreche ich richtig, Kambanga! Kambanga, genau. Das ist letztendlich auch der Ausruf, den man von sich geben muss, wenn etwas im Spiel eintritt. Deswegen heißt es so, hier geht es darum, seine Handkarten möglichst schnell abzulegen. Auch hier kriegt man sonst Minuspunkte für seine Karten, die man am Ende noch übrig hat. Und es gibt vier Farben, vier Reihen, an die man anlegen kann. Und man muss die Karten möglichst so ablegen, dass zwischen diesen zwei Karten eine möglichst kleine Lücke entsteht. Weil alle Zahlen, die in diese Lücke reinpassen, kann man potenziell von seinen Mitspielern zugeworfen bekommen und muss dann dafür Strafkarten ziehen. Also das heißt, man versucht jetzt zum Beispiel wie hier bei Rot 13 und 14, da passt nichts mehr rein. Das ist also optimal, da kann nichts passieren. Man versucht da eben relativ nah dran zu kommen, damit man nicht noch Strafkarten bekommt. Wer als erstes seine Karten losgewonnen ist, beendet die Runde und dann geht es wieder von vorne los und wer die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen am Ende. Also wieder ein Spielefest für all die Leute, die genau diese Kartenspiele hier wieder suchen. Und es geht sogar noch weiter mit The Academy. Genau, The Academy ist dann ab 10, also ein bisschen komplexer. Es ist ein Stichspiel, aber auch mit ein paar Kniffen. Also jeder Spieler hat eine Rolle, die er einnimmt und jede Rolle hat auch ein unterschiedliches Ziel, mit dem man dann auch Punkte machen kann. Also es reicht nicht nur einfach einen Stich zu bekommen, man muss am Ende dann entweder mehr Stiche haben als jemand anderes oder bestimmte Farben in den Stichen haben. Erst dann bekommt man eine Auszeichnung, wenn man drei Auszeichnungen gesammelt hat. Dann kann man überhaupt das Spiel erst beenden und gewinnen. Dann muss man nämlich in einem seiner Stiche noch die lila 7 haben, das ist aus dem Ärmel. Erst dann kann man auch wirklich das ganze Spiel gewinnen. Das Schöne ist, dass man hier auch noch bestimmte Regeln für die jeweilige Runde hat. Die können sich bestimmte Rollen aussuchen und die Rollen rotieren auch. Also ich habe nicht am Anfang eine Rolle und dann habe ich die für immer, sondern jeder schlüpft mal in jede Rolle und so hat man dann einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die wirklich genau gesagt haben, ich mag es nicht, wenn ich immer so auf eine Rolle dann da festgesetzt bin und wenn das dann da mal wechselt, sind die Spiele auch abwechslungsreicher, weil jeder sich darauf einstellen muss, ich muss mein Spielverhalten im Laufe des Spiels ändern. Finde ich cool. Und dann, ja, Spielverhalten ändern, ja gut. Jetzt sind wir beim Krimi-Fall, ne? Jetzt sind wir beim Krimi-Fall, da hatten wir letztes Jahr schon den ersten rausgebracht. Jetzt kommt der zweite Fall, Tod auf der Yacht, also Setting auf einer Yacht. Auch hier gibt es ein Opfer und man muss jetzt gemeinsam anhand der Bildkarten rausfinden, was passiert ist. War es ein Unfall, war es ein Mord, wer hat es gemacht? Auch hier ist es so, dass wirklich nur über die Bildkarten das funktioniert. Also man hat keine Intro-Story, man hat keine Infos auf den Karten. Man muss wirklich, wie wenn man jetzt als Polizist an den Tatort kommt, muss man mit dem arbeiten, was da ist sozusagen und seine Schlüsse ziehen. Macht man, wie gesagt, kooperativ, überlegt also gemeinsam, welche Karten möchte man in die Mitte spielen, welche nicht. Hier ist es aber nicht so, dass man dann Minuspunkte bekommt für Karten, die man falsch in die Mitte gelegt hat, sondern man bekommt einfach nur Pluspunkte für richtige Antworten und für falsche Antworten am Ende abgezogen. Und da liegen auch die Lösungen, wenn man mal nicht weiterkommt, dass man sich helfen lassen kann? Genau, also es gibt drei Kapitel auch. Das ist die komplette Lösung, wenn man also alle Karten ausgespielt hat und sagt, ja okay, jetzt sind wir bereit, um zu lösen. Dann kann man diese Fragen beantworten und dann schaut man in diesen Umschlag und sieht dann, was wirklich passiert ist und kann dann gucken, welche Punkte man bekommt. Und man kann mit diesem Kartensatz drei Fälle sozusagen spielen. Also man hat es nicht einmal gespielt und dann fertig. Also wenn man wie ich da so manchmal auf dem Schlauch steht und einfach gar nicht darauf kommt, das Spiel wird dann schon an die Hand nehmen, dass es weitergeht. Naja, das kriegt man schon hin. Man ist ja auch nicht alleine. Ja. Vielen Dank. Das ist schon mal die Spiele bei Amigo. Und eins noch. Ja, da drüben, da gehen wir noch weiter. Sollen wir das sofort machen? Ist das da, wo wir da diese schnieken Katzen stehen haben? Ja, wo die ganzen Leute sind, die wir jetzt einfach da wegdrücken? Das machen wir jetzt. Wir drücken uns jetzt da einfach mal rein. Es ist hier brechend voll, ja, deshalb, wir gehen da durch, aber die Leute machen freiwillig frei. So, hallo zusammen. Ja, machen wir. Kommen wir gleich hin, genau. Oh, hier sind so viele Spiele, wir gehen von links nach rechts, aber das Spiel nehmen wir noch mit. Wir haben hier Schrödingers Katzen. Wer möchte dazu was sagen? Alle gucken mich so lieb an. Dann komme ich rechts neben dich, pass auf. Also ich bin eine lebende Katze. Die Frage ist, wie viele lebende Katzen haben wir im Spiel? Oder aber tote oder leere? Oder Heisenberger, die können jeden Quantenzustand annehmen. Das ist die Frage im Spiel. Wir blöffen, wir gucken, was ist wirklich Sache im Spiel. Und wir haben noch Physikerkatzen, die haben eine bestimmte Funktion. Genau.
Also, was ist die bestimmte Funktion von Physikerkatzen? Ist mir nicht geläufig. Zum Beispiel der Stephen Hawking, setze einmal aus. Aber zwei von den Physikerkatzen haben wir sogar da, nämlich den Kralbert Einstein und die Marie Schnulle ist dabei. Die sind so auch in der Box enthalten? Ja, genau. Vorne liegen sie. Genau so. Ja, genau so. Das heißt, die Box wird ein bisschen größer, wenn sie nach Hause kommt? Nein, natürlich nicht. Ja, die Box ist ja jetzt hier schon einigermaßen groß. Das ist die große Box. So sieht sie in Wirklichkeit aus. Wir sind ja bekannt für kleine Kartenspiele. Wir blöffen, zocken, was für Katzen, lebende, tote, leere, Heisenbergers, was ist im Karton? Ja. Ist ein Spiel, wo man sich richtig schön ärgern kann? Genau, auf jeden Fall. Und man fliegt raus, wenn man halt falsch tippt. Wenn du sagst, man fliegt raus, Player Elimination, wann ist denn so der Zeitpunkt, wann ich rausfliege und wie lange geht so eine Runde? Ja, wenn ich anzweifle, dann fliegt einer raus. Also wenn ich glaube, der vor mir sagt, 12 lebende Katzen sind drin und es sind nur 11 drin oder weniger, dann zweifle ich das an und dann fliegt einer raus. Dann wird nämlich aufgedeckt, wir gucken, wie viele lebende Katzen sind im Spiel und einer muss dann ausschalten. Der muss aber nicht lange zugucken, oder? Nein, auf gar keinen Fall, weil die Runden gehen schnell rum und dann ist man wieder dabei. So, Angst genommen. Sieht lustig aus, habe ich Bock drauf. Macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ganz lieben Dank euch, sieht hervorragend aus. So. Ja? Okay, ich höre gerade aus der Regie, dass wir einen ganz kleinen Break machen. Es geht aber gleich weiter. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir werden immer uns mal wieder ein bisschen Pause nehmen. Bleibt hier aber drinnen, lass einen Schluck trinken, mal eben ums Eckchen laufen oder der Kameramann mal eben den Rücken strecken. Also bleibt dran, wir sind gleich wieder da.